Mit welchen Mitteln außer den Banken beherrscht uns die Finanzelite in unserer Zeit? Auch darauf gibt es eine klare und eindeutige Antwort. Zuerst und vor allem mit den Hedgefonds. Was sind Hedgefonds? Nichts anderes als Vermögensverwalter der Reichen und der Ultrareichen. Also Fonds, die das Geld dieser Leute einsammeln und es je nach Gelegenheit gewinnbringend anlegen. Und das unter ganz besonderen Vorzeichen. Hedgefonds dürfen nämlich wie Banken handeln, ohne deren Einschränkungen zu unterliegen. Und da sind wir bei einem nächsten weit verbreiteten Irrtum. Viele Menschen glauben nämlich, dass Hedgefonds in den letzten Jahren zu so etwas wie Konkurrenten der Banken geworden sind. Das aber ist nicht richtig. Mit der Erlaubnis, Hedgefonds einzuführen, die ja erst Ende der 80er Jahre erteilt wurde, wurde den Banken ein historisches Geschenk gemacht. Und das auf sehr raffinierte Art und Weise. Die Regulatoren sagten nämlich nicht, Banken dürfen jetzt auch solche Geschäfte machen, die ihnen bisher verboten waren. Nein, sie sagten, wir lassen jetzt Hedgefonds zu, die all das dürfen. Was aber niemand sagte, war, es ist den Banken natürlich nicht verboten, eigene Hedgefonds zu gründen oder mit Hedgefonds zusammenzuarbeiten und sie all die Geschäfte erledigen zu lassen, die sie selbst nicht erledigen dürfen. Das heißt, die Einführung von Hedgefonds hat die Macht der Banken fast bis ins Unendliche erweitert. Großbanken und Hedgefonds sind in unserer Zeit die wichtigsten Akteure, wenn es um die Finanzelite und die Verwaltung ihres Vermögens geht. Sie sind aber bei weitem nicht die einzigen. Zunächst einmal sind da natürlich auch die großen internationalen Konzerne, die der Finanzelite entweder direkt oder durch Beteiligungen über die Banken und die Hedgefonds gehören und die auch ständig neues Geld in ihre Kassen spülen. Dann aber kommen noch ganze Berufszweige hinzu, die die Finanzelite unterstützen. Unter anderem die Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Unternehmensberatungen, internationale Steuerkanzleien und auch die Ratingagenturen. Zu den vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die den Weltmarkt praktisch unter sich aufgeteilt haben, gehören PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte und E&Y, früher Ernst & Young. Auch wenn vielen die Namen der vier nicht geläufig sind, die Macht dieser Unternehmen sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Die vier zusammen beschäftigen nämlich weltweit mehr als 800.000 Angestellte und setzen dabei jährlich mehr als 120 Milliarden Euro um. Sie beraten in Deutschland 142 von 160 börsennotierten Unternehmen, in den USA und in Großbritannien sogar 99% der in den nationalen Aktienindizes gelisteten Konzerne. Zusammen mit den Unternehmensberatungen verfolgen diese vier vor allem zwei Ziele: die Risiken bei der Spekulation für ihre Klientel zu mindern und Steuern zu sparen. Unterstützt werden sie bei der ersten Aufgabe auch noch durch die Ratingagenturen. Hier gibt es nur noch drei, die den Weltmarkt beherrschen: Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Diese drei beschäftigen zusammen etwa 20.000 Mitarbeiter und beherrschen mehr als 95% des globalen Ratingmarktes, sind also nicht ganz so groß wie die Wirtschaftsprüfungen, haben dafür aber eine ungeheure Macht, denn ihre Einschätzungen von Unternehmen gelten weltweit als Gütesiegel für deren Bonität. Diese Ratingagenturen sind also so etwas Ähnliches wie der TÜV für den Finanzsektor. Allerdings gibt es zwischen ihnen
und dem TÜV einen gravierenden Unterschied. Während der TÜV ein eingetragener Verein ist, sind die drei Ratingagenturen private Konzerne und gehören zu einem entscheidenden Teil den größten Hedgefonds der Welt, also den Eigentümern genau der Konzerne, die standardmäßig von ihnen bewertet werden. Und nicht nur das, in den Aufsichtsräten der Ratingagenturen sitzen Repräsentanten von Banken und Versicherungen wie Allianz, Morgan Stanley und Goldman Sachs oder Großkonzernen wie Coca-Cola, also auch alles Unternehmen, die ebenfalls von ihnen bewertet werden. Aber es geht noch weiter. Seit Mitte der 70er Jahre werden die Ratingagenturen nämlich nicht mehr von denen bezahlt, für die sie ihre Gutachten erstellen, sondern, man staune, von denen, die von ihnen eingeschätzt werden. Das ist in etwa das Gleiche, als ob sich der TÜV von VW für die Überprüfung von VW-Autos bezahlen lassen würde. Man sieht also, die Finanzindustrie hat sich ein weltweites Netzwerk von Akteuren geschaffen, die einander zuarbeiten, die sich gegenseitig in die Taschen wirtschaften und die dabei ganz offensichtlich von niemandem behelligt werden. Aber es kommt noch heftiger. Eines der allerwichtigsten Ziele der Wirtschaftsprüfer ist die Steuervermeidung. Sie ist inzwischen mit Hilfe der Politik perfektioniert worden. Die Politik sorgt nämlich weltweit dafür, dass überall Steuerparadiese existieren und unangetastet bleiben, in denen die Finanzelite nicht nur ihre Vermögen aufbewahren lassen kann, sondern wo vor allem Konzerne sich als Briefkastenfirmen listen und auf diese Weise die Steuern in den Ländern, in denen das Geld verdient wird, umgehen können. Wie perfekt das inzwischen klappt, dazu ein Beispiel. Der Konzern Apple hat es geschafft, seine Steuerlast in Europa zwischen 2003 und 2014 von 1% auf 0,005%, das sind 50 Euro auf 1 Million, zu senken. Und dass das noch zu übertreffen ist, hat der Internetriese Amazon gezeigt. Der Konzern zahlte in den Jahren 2017, in seinem Heimatland USA auf einen Reinertrag von 5,6 Milliarden Dollar gar nichts. Und 2018 auf einen Reinertrag von 11,2 Milliarden Dollar hat er nicht nur nichts bezahlt, sondern bei der US-Finanzbehörde eine Steuergutschrift in Höhe von 129 Millionen Dollar beantragt und tatsächlich erhalten. Amazon gebührt damit das Verdienst, das neue und bisher einzigartige Phänomen der Negativsteuer eingeführt zu haben.